Ja, hallo zusammen. Heute mal ein etwas anderes Video. Und ja, ich möchte euch ein neues Projekt vorstellen. Das ist jetzt ja meine private Webseite noch. Ich war erst am Überlegen, wie ich es mache. Aber ich habe mich oder habe mich dazu durchgerungen, eine eigene Domain dafür zu machen. Das neue Projekt heißt hauskanal.eu. Hauskanal.de war leider schon belegt. Und ja, von daher haben wir jetzt oder habe ich mir diese Domain jetzt gesichert. Und wie es auf der Startseite auch schon steht, geht es in erster Linie darum, Hauskanäle deutschlandweit zusammenzutragen. Ob das jetzt auf Freenet ist, auf PMR oder auch auf dem Elfmeterband. Alles soll nach Möglichkeit auf einer Webseite zusammengetragen werden. Wie gesagt, dafür steht ein Forum zur Verfügung, in dem, ich sage jetzt mal, alles Mögliche schon zumindest vorbereitet ist, sage ich mal in Anführungsstrichen. Also für Elfmeterband, Freenet und PMR. Wie gesagt, das kann natürlich auch jederzeit irgendwie erweitert werden. Dafür gibt es dann extra hier einen Trade oder eine Kategorie allgemeine Fragen und Verbesserungen. Wie gesagt, wenn ihr was habt, wo ihr sagt, jo, das fehlt noch oder das könnte man besser machen, dann immer gerne her damit. So, ich habe, wie gesagt, sehen kann man soweit eigentlich alles. Ich kann jetzt hier mal, ich habe meinen eigenen Sprachgebiet da schon eingetragen. Dann kann man jetzt halt mal drauf gehen, auch wenn er momentan nicht QAV ist, aber er wird wieder QAV kommen. Dauert nun ein bisschen länger wie eigentlich geplant. Wie gesagt, man sieht, wo das Ding steht. Man kann ein Foto mit einfügen, sofern man was hat. Man kann auch mehrere Fotos reinbasteln. Sollten nicht zu viele werden. Aber so zwei, drei Fotos oder auch nur eins ist, denke ich, durchaus okay. Wie gesagt, um hier eure Hauskanäle einfragen zu können, ist eine Registrierung notwendig. Wie gesagt, die Registrierung ist sehr einfach gehalten. Ich wollte da jetzt nicht so. Wie gesagt, rein theoretisch kann man sogar Fake-Daten anklicken. Also ich gehe jetzt hier einfach mal unter Regeln, Haftungsausschuss, Datenschutzerklärung gelesen. Die stehen übrigens ganz unten auf der Webseite, hier unten. Datenschutz und Impressum. Und ja, wie gesagt, man kann sich da einfach durchklicken. Ja, da ist jetzt mein Test-Hansel angelegt. Dann nehmen wir jetzt mal, Deckelwuppi gibt es schon. Nehmen wir nochmal einen Test-Hansel 2. Test-Hansel. Testhansel 2, Moment. Oh, einfach mal eine 2 dahinter, den kann man später wieder löschen. Passwort nehmen wir jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passwort wiederholen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine E-Mail-Adresse, bla, @blub.de. So, jetzt muss man natürlich, dieses Capture ist manchmal ein bisschen tricky. Das ist die einzige, damit sich nicht so viele Dinger anmelden, also irgendwelche Bots, die sich hier registrieren. Und so, jetzt geht eigentlich Registrierung. Jetzt ist die Registrierung schon abgeschlossen und man kann sich auch jetzt direkt mit Test Hansel 2 hier einloggen. Die 2 da. Dann das Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6. Man kann also den Haken setzen, dass man angemeldet bleibt. Das heißt, sobald man die Webseite wieder betritt, wird man automatisch eingeloggt. Geht dann zum Login. Er sagt jetzt, er möchte das hier noch speichern. Das möchte ich jetzt nicht. So, erfolgreich eingeloggt. Attacke. So, jetzt kann ich natürlich auch hinzugehen und hier drauf antworten oder natürlich auch im Forum eigene Sachen zu erstellen. Dazu habe ich hier Hilfe, Infos, Webseite. Wie trage ich was ein? Das ist eigentlich am einfachsten. Man kopiert sich einfach diesen unteren Teil hier raus. Ja, so das Ding, ne, nur Postleitzahl bis hier. Kopiert sich da raus, sagt kopieren. Jetzt sucht man sich im Forum die richtige Überschrift. Jetzt sagen wir mal hier Relais, Betrieb. Ne, komm her. Jetzt sage ich, muss man ein neues Thema erstellen. Jetzt sage ich mal Tech oder ne, Tech Relais, die sollen sich selber eintragen. Test Relais. Na, Relay. Und dann kann man das hier einfach einfügen. Oder hier sagt er jetzt mit rechter Maustaste funktioniert nicht. Ich soll dieses STGV benutzen. Und dann brauche ich hier hinter eigentlich nur noch meine Daten hinterschreiben und fertig. Das ist der einfachste Weg. Dann sind auch alle Einträge mehr oder weniger gleich.
brauche ich zum Schluss nur noch auf Erstellen gehen. Wie gesagt, ich kann noch Bilder reinpacken. Wenn ich jetzt hier drunter gehe, sage ich hier Bild, URL von dem Bild und Attacke. Wichtig ist, die Bilder dürfen in der Breite nicht breiter sein wie 320. Das ist irgendwie vom System so vorgegeben. Und ich denke auch, es soll jetzt nur ein kleineres Bild sein, dass man so ungefähr mal was weiß. Da reichen auch 320 Pixel völlig aus. Ja, das ist die Webseite, wie gesagt, ist geplant. Wie gesagt, im Moment sind noch viele Sachen im Aufbau, im Umbau. Für Leute, die so gar keine Hilfe oder keine Ahnung haben, sage ich jetzt mal so, die können sich natürlich auch gerne über Kontakt an mich wenden. Und dann kriegen wir sicherlich auch einen vernünftigen Beitrag hier drauf. Auch, dass es dann unter seinem Namen passiert. Ja, wie gesagt, verschiedene Sachen sind hier schon eingegangen. Wie gesagt, Links und solche Sachen sind derzeit noch nicht Partner. Wird es auch nur, ich sag mal, ja, also es wird keine gewerblichen Partner hier auf der Webseite geben. Da sind aber andere Gründe, die führen jetzt hier ein bisschen zu weit. Ja, das ist meine Webseite, Hauskanal.eu. Wäre natürlich schön, wenn ihr möglichst viele Leute dafür begeistern könnt. Und wenn wir dann hier demnächst mal ein paar oder die ersten Eintragungen auch im Forum haben. Und das wäre natürlich eine super Sache. So, hier auf der rechten Seite habe ich noch einen TeamSpeak 3 Server. Der kann genutzt werden. Wie gesagt, das ist wohl auch noch geplant, ist noch so ein Crosslink bzw. so ein Gateway zu 11 Meter. Das ist die Zello-Runde. Wie heißt die Kanal 39 oder so ähnlich, ne? Oder Gateway 39. Da wird das Ding hier oder wird der Teamspeak mehr oder weniger mit verlinkt. So, wir wollen mal gucken, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Es soll alles recht easy gehalten werden. Ansonsten kann man den Teamspeak natürlich auch gerne nutzen, um so mal miteinander zu quatschen. Okay, das war im Großen und Ganzen alles. Mein neues Projekt hier. Wie gesagt, es ist alles noch sehr leer. Ja, also wie gesagt, die ersten Einträge sind zwar alle schon ein bisschen älter, aber es hat einfach ein bisschen länger gedauert, um das Ganze hier jetzt online zu bringen und an den Start zu kriegen. So, das wäre eigentlich soweit alles. In diesem Sinne, bleibt gesund. Man hört sich, stört sich, liest sich. Wie gesagt, wäre schön, wenn ihr dieses Ding dann mal benutzen würdet. Und bis denn dann. Ciao, ciao.